Sie hellen von einem dumpfen Braun zu einem leuchtenden Grün auf. Sei gegrüßt, Estamor. Ihre Stimme ist so sanft, wie eine Brise durch die Bäume wispert. Du gehörst zu den Ovaten des Goldenen Hains. Und du bist? I, Ovate. An ancient elm among poles and saplings. We have taken root in the same soil, and the others grow in my shade. Their roots nourish my soil. My branches give them shelter. Together we grow. Hohe Ovatin, eine uralte Ulme zwischen Schößlingen. Wir haben in derselben Erde Wurzeln geschlagen und die anderen wachsen in meinem Schatten. Ihre Augen pulsieren mit einem tiefen, sommerhaften Grün. Ihre Wurzeln nähren meine Seele. Meine Zweige geben ihren Schutz. Gemeinsam wachsen wir. Deine Essenz schäumt wie ein Wirbel im Fluss, Estrambor. Sprich die Frage aus, die auf deiner Seele. Die Frage aus, die auf deiner Seele lastet. Ich will mehr über die Ovaten des Goldenen Hains erfahren. We are many sharing one source, one purpose. Living or dying, we nourish one another. The truths of the soul and of the body are written on every blade of grass and sung by every creature under the sun. We learn these truths and sing them back. Wie die Blätter eines Baumes. Wir sind viele, die eine Quelle teilen, einen Zweck, lebend oder sterbend. Wir nähern einander. Die Wahrheiten der Seele und des Körpers sind auf jedem Grashalm geschrieben und werden von jedem Wesen unter der Sonne gesungen. Wir lernen diese Wahrheit und singen sie zurück. Wir singen nicht das Lied der Götter, sondern das von Vereta. Deswegen studieren so viele von uns den Umgang mit Kräutern und hüllen sich in die Häute von Tieren. Ihr seid Druiden? Seid ihr mit den Etiknoll vertraut? Ja, die Etiknoll waren die Zwerge. Ein Fufanschall kräuselt ihre Lippen. Ein Haufen Maden auf einem toten Singvogel. Würmer, die eine mächtige Fichte aussehen. Sie feiern das Verwelken des Lebens anstatt seines Aufblühens. Sie reißen anderen Stärke, anstatt anzunehmen, dass Vereta aus freien Stücken gibt. Ihre Augen verdunkeln sich und zu einem schwärzlichen Braun. Sie sind stolz darauf, unabhängig von den Göttern zu sein, doch ihre Anführer verlangen ein noch größeres Opfer. Tod für Leben, Stärke aus der verbrauchten Essenz der Bittsteller. Die Etiknoll bieten eine andere Art der Knechtschaft für Gestandene, deren Seelen seit langem verrottet sind. Das weiß ich nicht. Die Etiknoll sollten Leben retten, sie nicht beenden. Sie sehen die Welt nur, wie sie ist, nicht wie sie sich gerne wünschen. Sei nicht naiv. Wenn sie auf diesem Wege Macht erlangen, warum nicht? Ah, das weiß ich nicht. Deine Antwort ist Treibholz in den Strom schwinnen. Eine Weile kann man sich daran festhalten, doch irgendwann muss man eine festere Position wählen. Drück dich bitte klar aus. Sie lächelt verschmitzt, während ihre Augen grau werden. Die Worte auf meinen Lippen sind die Sprachen des Stroms, der Steine zerteilt. Und des Windes, der Samen verstreut. Wenn du mich nicht verstehst, dann weil die Zunge der Gestandenen dich taub gemacht hat. Berat schickt mich, um dein Leben zu beenden. Es dauert schon zu lange. What is a god that his voice should carry so far? And what are you that you should so eagerly obey? The gods only have dominion over what we seed. And you would seed matters of life and death to them. Nein. Ihr freudloses Lachen klingt wie Wasser, das gegen Felsen schnitt. Was ist ein Gott, dass er seine Stimme so weit tragen kann? Und was bist du, dass du so bereitwillig gehorchst? Ich war in den Zwillingsräumen in diesem Tempel drin und Berat hat mir diese Vision geschickt. Die Götter herrschen nur über das, was wir ihnen gewähren. Und du willst ihnen Herrschaft über Leben und Tod gewähren? Das oder den Nachbarn vertrauen. Wenn du meine Nachbarn hättest, würdest du dir das reiflich überlegen. Ja, Äther. Bist du denn anders? Du hast dein Leben über seine natürliche Dauer hinaus verlängert. Durch Arbeit und Weisheit. Je größer der Baum, desto mehr Frucht kann er tragen. Sie nickt in Richtung der Ovaten, die auf die Lichtung versammelt sind. Sie sind Ranken, die an einer uralten Ulme hinauf zum Sonnenlicht klettern. Mein Wachstum nährt sie. Soll unsere Harmonie der Eifersucht des Gottes zum Opfer fallen? Wir dürfen nicht Sklaven göttlicher Launen sein, doch ich sehe nicht, welchen Vorteil ihre Anhänger von diesem Arrangement haben. Ja, das stimmt allerdings. Ich finde nicht, dass das eine göttliche Laune ist. Wenn die Zeit für einen gekommen ist, dann muss man halt gehen.
und nicht alles hinauszögern um Sterblichkeit, sowas sollte es nicht geben, denke ich. Dein Wachstum bremst ihres. Sie lernen nichts, sie kennen nur dich. Wenn du das von den anderen Ovaten verlangst, bist du nicht anders als die Ethik Null oder die Götter. Die Götter sind weiser, älter als du es bist. Keiner von uns beiden darf sich ihnen widersetzen. Ich bin auf Beras Hilfe angewiesen und dies ist es, was er mir aufgetragen hat. Das ist zu direkt. Das ist zu götterverherrlichend. Das hier ist eigentlich die rationalste Aussage. Und in dem Fall ist das Hagrim auch. Ein Sturm der Entrüstung braust sich hinter ihren, die Farbe verändernden Augen zusammen. Sie sagt mir, ihre Sekunden lagen nichts, doch du siehst, wie der Zorn langsam aus ihrem Gesicht weicht und ihre Augen das Braun von ausgestorbenen Blättern annehmen. Schließlich senkt Erona den Kopf. Deine Worte tragen Wahrheit in sich und Schande. Es war nie mein Verlangen, meine Anhänger klein zu halten, doch ich sehe nun, dass meine Wurzeln ihnen vielleicht keinen Platz zum Wachsen gegeben haben. Gut, wenn ja meine Jahreszeit beendet ist, lass mich mit ihr vergehen. Als sie ihre Augen schließt, verlassen die Wärme und die Farbe ihren Körper, ihr Atem verlangsamt sich, ihre arschfarbene Haut wird von einer stumpfen Patina überzogen. Als der letzte Seufzer ihren Lungen entweicht, platzen Risse in ihrem Fleisch auf und teilen es in gehärtete Furchen. Innerhalb von Sekunden ist Iona versteinert, ihr rindenbesetztes Gesicht zu den Umwarten unter dem Podest gerichtet. Okay, wir konnten mit ihr argumentieren. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das mit den Ethik Null genauso gut klappt. Ruf bei den Ovaten hat sich verbessert, dein Ruf bei den Ethik Null hat sich verbessert. Okay, das wollte ich eigentlich nicht so wirklich, dass sich mein Ruf bei den Ethik Null verbessert. Diener des Todes. Die Elfen Hohen Ovatin Erona ist jetzt tot. Ja, mal ganz hart ausgedrückt. So, dann können wir Ulmenküste wieder verlassen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht sehe, wo das hier eine Küste sein soll. Hier ist nur ein Fluss. Für mich liegen Küsten irgendwie mal am Meer. Und ja. Gut, nächster Schritt. Wir gehen nach Ulmenkap, holen das Gift und bringen es dem dem Stoßzahnstegia an Oberhaupt. Das waren ja die drei Stoßzahnstegia, genau. Die Reißzähne sind ja wieder was anderes. Die Reißzähne sind diese Jägergemeinschaft. Und ich glaube, es waren die Reißzähne, die uns damals ganz am Anfang angegriffen haben. Und bietet die Reifschneider im Kauf an. Beinahe wurde auf der Straße von Räubern überfallen, doch die Patrouillen konnten einschreiten. Okay. Ivaris braucht noch zwei Runden. Reifschneider auch, warum nicht? Das finde ich irgendwie cool, dass da immer Händler kommen und mir Artefakte anbieten. So, wir wollen jetzt hier den goldenen Hain. Bei Tag sieht das Ulmenkap richtig cool aus, sogar mit dem Sonnenlicht und allem. Ein Flüster unter den anderen. Erona lebt nicht mehr. Können wir was dazu sagen? Suchst du die Weisheit unserer Kräuterkunde und möchtest du nur mit. Oder möchtest du dich nur im Ruhme Veretas sonnen? Was tun die Ovati nun, nachdem Erona nicht mehr ist? Sie senkt den Topf. Das ist unklar. Eronas Tod hat uns die Gefahren der Führerschaft aufgezeigt. Selbst wer an die Autorität so wohlwollend ist wie sie. Sie blickt auf die Gestandenen, die sich im Heim versammelt haben. Die meisten von uns sind Ovaten geworden, um nicht den Launen eines Gottes ausgeliefert zu sein. Manche von uns stellen in Frage, was es bedeuten würde, einen aus unserer Mitte höher zu stellen, wie wir es bei Iona getan haben. Tja, dann muss euer Anführer nicht höher gestellt sein, sondern sollte einer aus vielen sein.
Möge der Goldene Hain euch bereichern. Nein, du hast nichts Neues mehr zu sagen. Dann brauchen wir jetzt von Bleta das Gift. Wie ich hörte, stellst du gewisse Gifte her. Sie zieht tief an ihrer Pfeife. Gifte? Ich handle nur mit Tonika, die heilen und erhellen. Sie pafft eine Rauchwolke. Natürlich können viele heilsame Substanzen schädlich sein, wenn man sie in großen Mengen einnimmt. Aber es ist nur Verats Art, für Gleichgewicht zu sorgen. Wirklich, was sind für Substanzen? Sie lehnt sich gegen den Baumstamm und zieht den Finger aus. Ach, es gibt reichlich. Konzentriertes Kaukolan, undestilliertes Spinnengift, gegorenes Blutmoosextrakt, Höhlenkralle mit Skneenknochen gewischt. Kaukolan, das klingt am wenigsten unverfänglich. Also, dass er es merkt. Ich denke mal, undestilliertes Spinnengift stinkt. Und Höllenkralle mit Skenknochen oder Blutmoosextrakt wahrscheinlich auch. Ich denke mal, Kaukolan, das wird ein bisschen besser riechen und nicht so verfänglich sein. Also hätte ich gerne etwas davon. Sie unterbricht ihre Aufzählung und kratzt sich am Kopf. Was willst du denn mit so etwas anfangen? Nun, der Skenke meines Freundes liegt im Sterben und ich möchte ihn weniger leiden lassen. Achselzucken? Ich wollte nur ein wenig experimentieren. Achselzucken. Sie blickt die Stirn uns an und zieht noch einmal ihre Pfeife, als der Rauch durch ihre Zähne strömt, fängt sie an zu kichern. Du bist lustig. Hier, weil ich dich mag. Sie gibt dir eine Fiole mit einer dunklen Flüssigkeit. Was du damit auch vorhast, verlier es nicht. Schon die halbe Dosis würde einen am Mauer töten. Langsam zwar, aber sicher. Sie tippt sich die Asche aus ihrer Pfeife. Kann ich sonst noch was für dich tun? Gerade nicht. Okay, sind wir jetzt heimtückisch oder so geworden? Nein, wir sind rational, wir sind stoisch 2 geworden. Und stoisch heißt ruhig und vernünftig, habe ich mittlerweile rausgewonnen. Täuschend und aggressiv, das sind die einzigen beiden Sachen, die ich eigentlich nicht so gerne hätte. Naja, gut, täuschen geht ja noch. Okay, Hagrim ist eigentlich auch ein bisschen aggressiv. So, jetzt wollen wir in die Halle der Krieger zu den Schlusszahnstagieren. Ja, hier sitzt wirklich fast nur Stelgier. Dann hoffe ich mal, dass das klappt und der das Gift auch nimmt. Nicht, dass er den Braten riecht und uns töten will. Ja, 3 Stoßzahnkrieger, das sind ja also die Stelgier. Oh, hallo Simok. Simok verschränkt die Arme über seiner vernarbten Brust. Sonst noch etwas? Simok, das Gift geben. Hier ist der Trank, um den du gebeten hast. Er blickt von der Fiole in seiner Hand zurück zu dir. Irgendwas stimmt nicht. Er kneift die Augen zusammen. Was versuchst du mir zu geben? Destillierte Essenz. Er stürzt mit einem Zornschrei auf dich? Was? Warum sind jetzt alle sauer auf mich? Okay. Tagebuch. Blutopfer. Simox, er hat mich gebeten, stattdessen was ein Gift zu beschaffen. Ja, toll. Hätte ich da irgendwie meine Stats boosten müssen, dass das klappt? Habe ich überhaupt was, um meine Stats zu boosten? Nein, ich habe gar keine Schriftrollen mehr. Nein. Irgendwie nicht so wirklich.
Ihr könntet die Quest doch einfach rauslassen. Oder brauche ich für sowas mehr Intelligenz oder Entschlossenheit? Ich habe bis jetzt nämlich immer noch nicht gemerkt, ob meine Attribute in die Gespräche mit rein arbeiten. Naja, was habe ich denn? Ich habe Macht, aber sehr wenig Intelligenz. Wir hatten hier viel Intelligenz. Alof. Aber das wird mir wohl nicht viel bringen. Intelligenz.